Schönen guten Morgen. Einer nett, was ihr bayerischen, wie man so schön sagt. Schaffst du dir das dann extra drauf, oder? Ja, das muss man ein bisschen üben. Ja. Das ist doch eine ganz andere Sprache als das Österreichische. Ja. Ist beim Tatort dann schon einfacher. Ihr pausiert aber im Moment natürlich aufgrund der Situation. Wir alle pausieren. Wir mussten sozusagen mitten in unseren Dreharbeiten abbrechen. Und ja, seitdem stehen wir sozusagen auf dem Trockenen. Das heißt, du lernst zu Hause weiter Text und freust dich, wenn es irgendwann wieder weitergeht? Ich freue mich, wenn es weitergeht. Ja, wie alle anderen natürlich sich auch auf die Arbeit freuen, wenn es wieder losgeht. Ich lerne jetzt nicht Text, weil den habe ich gelernt. Und ich beschäftige mich ja mit allen möglichen Dingen. Also. Ja, wie kommst du mit der Situation klar? Du bist zu Hause in Wuppertal mit deiner Frau, Ann-Kathrin Kramer. Fällt euch schon mal die Decke auf den Kopf oder habt ihr Mittel und Wege gefunden, euch auch diese Tage so angenehm wie möglich zu gestalten? Nein, also erstens muss man dazu sagen, ich denke da so relativ viel an andere Menschen. Also wir haben eine gute Situation, wir haben quasi das Haus und wir haben einen Garten. Ja? Und ich kann viel im Garten machen. Also all das, was ich mir ohne dies schon seit 2 Jahren vornehme, wird jetzt fällig und ich kann das umsetzen. Und das macht zum einen Spaß und tut gut und man ist an der frischen Luft und man hat da eine Möglichkeit, seine Sozialkontakte einzusparen und sozusagen zu reduzieren, weil man ja ohne dies immer irgendwie mit dem Rasenmäher oder mit dem Hammer oder mit der Axt oder sonst irgendwie unterwegs ist. Hast du, wir haben in den letzten Wochen auch oft drüber gesprochen, wie man sich in solchen Zeiten, in denen man einfach zu Hause rumsitzt und viele ja nicht wissen, was sie machen sollen, wenn man sich den Tag zurechtlegt, damit man irgendwie ein bisschen Struktur hat. Hast du auch ein festes Tagesprogramm? 8 Uhr aufstehen, 9 Uhr Frühstück, 10 Uhr in den Garten? Ich habe ein Tagesprogramm, ja, das in etwa genauso aussieht. Aufstehen, ab in den Garten und am Abend zurück und dann zu gucken, dass man irgendwie den Tag bewältigt. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, die ich schon länger lesen wollte, für die jetzt endlich Zeit ist. Ich zum Beispiel? Zum einen ist es ein unsäglicher Roman, den ich mir immer von einem Nachtkästchen zum anderen geschoben habe, immer angefangen und dann wieder abgelegt. Das ist Ulysses. Also, da haben wir noch 600 Seiten vor. Das würde ich jetzt über Ostern schaffen. Dann gibt es eine Menge andere Bücher, eher so aus der Philosophie, weil mich natürlich auch die zentrale Frage, wie geht's weiter und was passiert da gerade mit uns, was passiert auch mit unserem Seelen und was passiert mit unserem Gehirn, wie reagieren wir darauf eigentlich, was wird danach sein in welchem Zustand sind wir eigentlich? Und ich habe eher so das Gefühl, wir sind noch eher in so einer Art Schockzustand wissen noch nicht wirklich, wie es weitergeht. Ja, spannende Geschichte, oder? Das ist irre, aber es zeigt einfach wieder, wie komplex unser System ist und auf der anderen Seite, wie toll Menschen reagieren und welche Ideen sie haben. Ja? Also ich finde das total irre. Hast du eine Maske, mit der du unterwegs bist, wenn du einkaufen gehst? Wir haben Masken, ja. Also wenn ich einkaufen gehe, nehme ich sie ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. Ich habe jetzt mit Freunden in Österreich gesprochen, da ist ja beim Einkaufen bereits die Maskenpflicht. Ja. Wir sind auch schon am Basteln. Gibt so ganz einfache Hilfsmittel mit einem Taschentuch und 2 so Hakenringen. Tackern oder so, oder? Und dann funktioniert das ganz gut. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass das demnächst bei uns auch Pflicht werden wird. Was hörst du aus Österreich von den Kollegen? Wie gehen die mit der Situation dort um? Jetzt soll es ja da schrittweise schon wieder die erste Lockerung geben. Ja, aber ich glaube, dass das mal auch sowas ist, was wir gerade besprochen haben. Erstens, es ist ein Signal am Ende des Tunnels. Die Leute kriegen Hoffnung und man kann sagen, okay, es könnte sein, dass wir Mitte Mai dann wieder loslegen können, dass dann die ersten Geschäfte wieder aufmachen. Und sie haben es ja auch mal etwas beschränkt. Also sie haben jetzt nicht alle Läden wieder auf, sondern nur bestimmte, wo man sagt, okay, wenn Supermärkte, dann dürfen die Baumärkte auch. Das ist anders wie hier. Hier sind die Baumärkte offen. Ich denke mal, es wird weiterhin bestimmte Beschränkungen geben. Es wird auch Diskussionen geben, ob dann Boutiquen oder Kleidergeschäfte aufmachen dürfen oder was immer. Ja, also das ist etwas, was momentan dort eigentlich relativ gut läuft, muss ich sagen. Jetzt schauen wir mal in den neuen Film rein, den du uns mitgebracht hast. Neues ZDF-Ding, Über Land heißt die Geschichte. Konntet ihr noch entspannt in Vor-Corona-Zeiten fertigstellen? Ja, das war noch, da wussten wir noch gar nicht, dass es sowas geben wird. Ein sehr kauziger Typ, oder? Ja, ich mochte den aber. Vor allen Dingen mochte ich, was Franz Xaver Bogner, der Autor und Regisseur dieser Geschichte gemacht hat. Der hat so eine ganz spezielle Art, Figuren zu zeichnen. In ihrer Ruppigkeit, aber auch in ihrer Klarheit und mit einer großen Empathie dahinter. Und diese Mischung, die fand ich sehr spannend. Franz Xaver Bogner, bayerischer Kultregisseur, da musstest du die Sprache natürlich anpassen. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn man dann so den direkten Vergleich hat. Ne? Wie viel Arbeit ist das, um so eine
spezielle Stimme zu kreieren und zu gucken, wo setzt du den Dialekt an? Ja, sagen wir mal so, als Österreicher tut man sich etwas einfacher oder etwas leichter, dann ins Bayerische zu verfallen als ins Hochdeutsche. Aber also, musst du dich ja vor jeder Szene noch mal ein bisschen konzentrieren und sagen, okay, Stimme ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr. Ja, man muss schauen, dass man genügend bayerische Kollegen am Set hat, dann kann man sich das immer ein bisschen abhören. Ja. Jetzt hat es von der Reihe schon ein paar Folgen gegeben, jetzt aber du zum ersten Mal dabei und dann gleich Spielfilmlänge. Jetzt haben wir mal 90er gemacht. Es gibt dann noch zwei 30er, die wir hinten nachgeschossen haben. Also ich habe es auch noch schon gedreht. Haben wir schon gedreht. Weiß ich aber jetzt gar nicht, wann die gesendet werden. Ja. Aber es wurde zwar immer gemunkelt, das soll jetzt eine Reihe werden oder eine Serie oder was immer. Aber da schauen wir mal. Man muss das beobachten. Guckst du dann Freitag selber auch? Oder hast du schon alles gesehen? Ich habe es, glaube ich, viermal gesehen. Das reicht. Jetzt reicht. Jetzt ist Schluss. Ja, Freitagabend 21:15. Was guckst du sonst, wenn du zu Hause sitzt? Du, ehrlich gesagt, im Moment eigentlich sehr wenig. Mhm. Also wenn, dann ab und zu mal mit meiner Frau irgendwie, dass wir uns eine alte DVD reinziehen oder... Das ist so Schwarz-Weiß-Klassiker, so Hitchcock? Irgendwelche Klassiker oder sonst irgendwas. Und, aber ansonsten komme ich eigentlich nicht so viel zum Fernsehen. Ja, ich habe so viele DVDs jetzt aussortiert, ja, schon vor ein paar Wochen. Wo hast du die? Die habe ich zur Oxfam gegeben. Die verkaufen die dann für einen guten Zweck. Aber eine habe ich noch behalten unter ein paar. Alamo mit John Wayne. Oh, Klassiker. Ja. Aber ewig lang irgendwie. Ich glaube fast 3 Stunden. Ich habe ihn noch nicht geguckt. Das ja, viel Spaß vielleicht, dabei. Vielleicht Ostern steht ja vor der Tür. Ja, was macht denn ihr jetzt Ostern? Du kannst ja auch nicht Verwandtschaft und so, alles abgesagt. Ich habe ein Osterprogramm. Ich muss vertikulieren und muss eine Hauswand machen, oder? Den Rasen machen und eine Hauswand mit, also so eine Gartenschreber-Hauswand mit Dachpappe überziehen und dann neu verlegen und gucken, dass ich unten eine Drainage reinbekomme und eine neue Dachrinne montieren und dann anfangen, hoffentlich irgendwann mal auszusehen. Ja, du hast eine lange Liste. Ja. Und wir frühstücken mit Tatortstar Harald Krasnitzer, der 6 Kubikmeter Holz gehackt hat, haben mir die Kollegen geflüstert. Wo wissen die das schon wieder? Stimmt das? Ja, in etwa war das so viel, ja. Hast du eine neue Messlatte gelegt für dich selber? Ich muss ja ehrlich sein, ich hatte einen Spalter. Der macht das dann elektrisch? Der macht, ja, in dem Fall Maschinen, mit Maschinenkraft, aber vieles war dann natürlich dabei, was mit dem nicht ging und das musstest du halt damit haben. Aktuelle Informationen aus England, dem britischen Premierminister Boris Johnson soll es wieder besser gehen, sagt das St. Thomas Hospital in London, da liegt er ja immer noch auf der Intensivstation, hätte man... auch nicht so erwartet, ne? Dass ausgerechnet der am Anfang das noch so ein bisschen tief gehalten hat, am Ende deshalb selbst ins Hospital kommt. Die Frage wird sein, was wird er daraus lernen? Oder wird er dann sozusagen das britische Gesundheitssystem unterstützen, was ja bis jetzt eher spärlich gelaufen ist? Ja, vielleicht ändert er ja doch noch ein bisschen die Marschrichtung. Ein bisschen sind die Engländer ja schon auf einer anderen Spur unterwegs. Ja, zumindest TUI kann sich freuen. 1,8 Milliarden bekommen die von der Bundesregierung über die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und vielleicht kommt ja einiges dann auch bei denjenigen an, die ihre Reise schon bezahlt haben. Aber diese Summen, was macht das mit dir, wenn du diese Milliarden hier, Milliarden da, mich überfordert das manchmal etwas. Mich überfordert es auch, also wie jeden von uns eigentlich, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also ich weiß auch nicht, in welcher Größenordnung das ist. Aber das ist eben genau das, was wir vorhin besprochen haben. Ich glaube, dass das wenig Sinn macht, sich permanent mit Dingen zu beschäftigen, von denen man weiß, dass man sie nicht lösen kann. Ja. Aber was macht es mit dir, wenn du diese Geschichten aus Iskil hörst, wo man sich im Nachhinein denkt, Freunde, da ist aber irgendwas gehörig schiefgelaufen? Erstens macht es mich traurig, weil es einfach zeigt, welche Mentalität das hat. Ja, und das, und zum anderen macht es mich traurig, dass wir es nicht schaffen, offensiv damit umzugehen und zu sagen, pass mal auf, jetzt müssen wir das klären, wir müssen das aufklären und wir müssen uns dementsprechend verhalten. Also meines Erachtens wäre zumindest mal eine Entschuldigung fürs Erste fällig gewesen. Und vielleicht kann man ja dafür halten, dass der eine oder andere tatsächlich noch gar nicht die Dimension erahnt hat. Aber nichtsdestotrotz, dass es so stattgefunden hat und dass so viele Hunderte dort wahrscheinlich bewusst auch infiziert wurden. Oder dass das es in Kauf genommen wurde. Ja. Das finde ich schon außergewöhnlich schäbig. Und das wird
große Nachfolgen fürs Land auch haben. Ja, imagemäßig ist das natürlich absolut. Für Ischgl und insofern Tirol würde ich mir das wünschen, dass die Tiroler an sich einfach mal in die Offensive gehen und sagen, pass mal auf, Freunde, wir klären das jetzt mit allen Leuten richtig gut auf und wir gucken, was da wirklich passiert ist und stehen dann einfach auch dazu, was da passiert ist und versuchen, diesen Schaden zu minimieren. Ne? Ja. Ach, die Liebe. Ja. Du und Ann-Kathrin Kramer habt lange in wilder Ehe gelebt, oder? Wie lange? Ja, sehr wilder Ehe. Das ist auch hat jetzt, dauert, wir, ne? Wir sind immer noch wild. Aber seit wann jetzt verheiratet? Ich, gefühlt 20 Jahre. Ja. Nein, aber ich glaube, wir haben jetzt 10-Jähriges. Ja. Du weißt den Hochzeitstag gar nicht? Na doch. Doch, ich weiß den Hochzeitstag ja. Schon. Um Gottes Willen, bring mich nicht in Verlegenheit. Und der 10. September ist auch ein wichtiges Datum, da wirst du 60. Ja, mal gucken, ob ich so lebe, das weiß man na, ja also nicht. Ja, komm, ja, bitte. Komm, du, das ja. Ist der österreichische schwarze Humor, ja, oder? Ja, so ist es. Nein, also ich bin da immer sehr, sagen wir nicht abergläubisch, aber zumindest... Ich tue mir schwer, etwas zu feiern oder über etwas zu reden, was ich weiß, dass das erst in sozusagen einigen Monaten stattfindet. Ja. Und man es tatsächlich nicht weiß. Ob man feiern kann. Ob man feiern kann und wie man feiern kann. Und dann finde ich so Ankündigungen immer so komisch. Mhm. Und darüber hinaus bin ich kein sehr großer Geburtstagsfeier, weil ich ehrlich gesagt immer das Gefühl habe, man nimmt sich so einen Anlass oder ich nehme diesen Anlass dann oder der Anlass ist dann immer da, um andere Leute zu nötigen, um einen zu feiern. Und ich stehe dann nicht so gerne im Mittelpunkt. Also aber du siehst, mir ist das unangenehm und du bringst mich in deine Abfalle. Ja, aber als Schauspieler stehst du doch immer im Mittelpunkt, oder? Wenn bei der Arbeit oder so. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber mich hat ja an diesem Beruf nicht quasi diese im Mittelpunkt stehen interessiert, sondern das Auseinandersetzen mit den Geschichten. Und dieser narzisstische Teil, der da dran hängt. Aber der so ein bisschen ist der schon dabei, oder? Ja, das kann manchmal so ist der schon dabei, aber manchmal geht er mir auch tierisch am Senkel. Ja, gut, ich gehe mir manchmal auch tierisch auf den Sack. Aber wir haben, weil du gerade von der Schauspielerei und deinen Anfängen sprichst, ich glaube, wir haben noch mal eine Szene da, wie du dich an der Schauspielschule vorgestellt hast. Guck mal rein. Ich glaube, beim Bergdoktor. Ja, zunächst mal einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Harald. Was seid ihr? Ich komme aus Salzburg. Bin in Salzburg geboren. Ich bin Schauspieler. Für was hast du dich da beworben? Das war das Bewerbungsvideo für einen Bergdoktor und mir fällt gerade auf, dass ich da aussehe wie André Rieu. Ja, mir lag es irgendwie auf der Zunge, hat nur noch die Geige gefehlt. Ja, aber innerlich hatte ich die Geige. Ja, aber da warst du schon auf der Schauspielschule gewesen, oder? Ja, aber das war nur sozusagen ein Bewerbungsvideo, das man in Bezug auf das Vorsprechen für Bergdoktor abgeben musste. Ist ja ein sehr junger Bergdoktor gewesen, oder? Ich habe jung ausgesehen, innerlich war ich steinalt. Mit welchen Vorstellungen bist du in dieses Bereich Schauspiel gestartet? Was war so deine Wunschvorstellung? Irgendwann auf der Bühne den Hamlet zu spielen oder doch eher Film und Fernsehen? Am Anfang, glaube ich, war es wirklich einfach nur das sich befreien. Das Wissen, dass du da auf diesen Brettern stehen kannst, dass du etwas tun darfst, was dir im normalen Leben nicht gestattet ist, dass du all deine Gefühle ausleben darfst und dass du in irgendeiner Form dafür auch noch Applaus bekommst. Ja? Und insofern war es eine gewisse Form von Pathologie. Ja? Pathologischer Gaukler. Ja. Und erst später habe ich begriffen, dass das ein Beruf ist. Und dann hat mich im Wesentlichen eigentlich wirklich interessiert die Auseinandersetzung mit der Materie Mensch. Warum ist er, wie er ist? Warum macht er, was er macht? Und woran scheitert er? Und woran scheitert er großartig und manchmal jämmerlich? Ja? Jetzt ist deine Karriere, aber kurz vor dem 60. Geburtstag kann man das ja durchaus sagen, super gelaufen, oder? Im Rückblick. Das ist ja eine sehr geschmeidige, sehr erfolgreiche Schauspielerlaufbahn geworden. Ich kann geworden. Das nicht beurteilen. Ich habe da zu wenig Ahnung. Also das wirst du besser beurteilen können. Aber sagen wir mal so, ich bin nicht unzufrieden. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch ganz, ganz viele Kollegen, die mit genauso großer Leidenschaft dabei sind, aber wo es eben an bestimmten Stellschrauben der Karriere einfach nicht den Weg in Richtung große Karriere gegeben hat, sondern eher jetzt, Stadttheater. Ne? Ja, wogegen da nichts zu sagen ist. Also das hat auch etwas für sich. Das, wenn man diesen Beruf gerne ausübt, dann ist das. Aber viele dieser Kollegen haben halt jetzt keine Arbeit. Und viele dieser Kollegen haben jetzt wirklich ernsthafte Probleme. Die wissen auch nicht, wie es weitergeht. Und das ist eine Geschichte, wo es einfach noch keine Absicherung gibt, kein Sicherheitspaket oder sonst irgendwas. Ja. Und gerade Schauspieler, die dann nicht immer die Hauptrollen im Fernsehen spielen, die sind dann auch unstetig beschäftigt und manchmal kriegen die gar nicht die Tage zusammen, um dann überhaupt Arbeitslosengeld zu bekommen. Erstens Arbeitslosengeld, und Rente. Zweitens die Versicherung und drittens die Rente. Ja. Seit wann ist dir klar, dass
es keine Alternative mehr braucht zum Schauspielberuf? Wie lange hat das gedauert, bis du dich sicher gefühlt hast in dem, was du machen willst? Eigentlich ab dem Zeitpunkt, als ich es begonnen habe, mit 16. Ich musste zwar dann noch Speditionskaufmann lernen. Okay, du hast aber was Anständiges gemacht. Aber was Anständiges auch gemacht, ja. Aber es war mir klar, dass da kein Weg daran vorbeiführt. Und was hat dein Umfeld damals gesagt? Ja, einige haben gesagt, lass das, und die anderen haben gesagt, go for it. Gut, am Ende findet man immer die Richtigen, die dann recht gehabt haben, ja. Ja, sagen wir mal so, am Ende war ich erstaunt, wie viele es damals schon gewusst haben. Ja. Vollkanne Frühstück mit Harald Krasnitzer, der unlängst auch gemeinsam noch mit der Frau einen Film gedreht hat fürs ZDF, Ohne Ausweg, ein Psychothriller. Worum geht's da? Es ist die Situation einer Geiselnahme eigentlich. Ja. Das Ehepaar mit Kindern wird plötzlich von vier üblen Typen überfallen und werden festgehalten. Und die sind da auf einer Suche nach einer ehemaligen Beute. Und aus dieser hermetischen Situation entsteht dann ein ziemlicher Druckkessel. Ein Kammerspiel? Ein Kammerspiel, ja. Das ist auch im Prinzip Quarantäne extrem. Quarantäne extrem, ja. Wie ist das, mit der eigenen Frau zu drehen? Immer wieder was Besonderes, besonders Schönes? In dem Fall war es, muss ich sagen, sehr schön, weil wir uns sehr gefreut haben, dass wir einfach wieder Zeit miteinander verbringen konnten. Was wir jetzt ja ausgiebig haben. Ja, genau. Aber ihr könntet jetzt auch zu Hause ein eigenes Drehbuch entwickeln oder so. Wir könnten ein Drehbuch entwickeln, aber ich glaube, wir haben einfach so viele andere Sachen, die uns gerade mehr Spaß machen. Wann kommt Ohne Ausweg dann im zweiten? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, da gibt es gar keinen festen Sendetermin. Soweit Herbst, ich aber weiß, auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Im Herbst. Ja, in diesem Jahr auf jeden Fall. Und ihr seid ja immer noch in Wuppertal zu Hause, ihr wohnt ja direkt neben den Schwiegereltern. Seid ihr da jetzt auch sozusagen das Versorgungskommando? Na, da, wo wir wohnen, muss man sagen, ist eigentlich eine sehr schöne dörfliche Community. Ja. Jeder fragt jeden, wenn er einkaufen fährt, hör mal zu, ich fahre gerade so per Zuruf über den Gartenzaun oder über die Hecke, braucht ihr was? Und es gibt so ein kleines Netzwerk von Leuten, die dann dafür sorgen, dass die etwas Älteren im Dorf versorgt sind. Ja, müssen diejenigen, die eh gefährdet sind, nicht mehr so oft vor die Tür, ja? Richtig. Der Papst wollte vieles verändern. Jetzt gab es diese Missbrauchsskandale, der Kollege hat es gerade angesprochen. Das war für dich der Grund, sich auszuklinken, ne, aus der Kirche? Ja, aber das ist schon länger. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit sicher 20 Jahren ausgetreten. Das gab es ja immer wieder über die Jahre. Ne? Und das war ein ganz früher Fall in Österreich und das war dann mein Austrittsgrund. Aber dieser Papst, der gefällt mir sehr gut und bin ein großer Fan von ihm. Dich haben die Bilder auch beeindruckt, ne? Als er allein da am Petersplatz stand. Ich fand das richtige Bezeichnung ganz großes Kino, aber es hat einfach auch eine Haltung. Es zeigt einfach, dass der wirklich etwas will und dass der sich offensichtlich aber quasi im Vatikan selbst mit vielen Dingen sehr schwer tut. Diese Strukturen, die da so festgemauert sind und so zementiert sind. Ich glaube, dass der da viele Leute hat, die ihm nicht wohlgesonnen sind und die mit den Ideen, die er hat, nicht so einverstanden sind und dass er da manchmal schon sehr isoliert ist. Aber dass er immer und immer wieder die richtigen Worte findet. Also auch die Frage, ob wir nicht etwas ändern müssen an unserem Leben und dass trotzdem aber für alle was da ist, ja, das finde ich einen so spannenden Ansatz. Und ich finde ihn eine hochspannende Figur. Ja. Kann man natürlich, was über tausende von Jahren sich aufgebaut hat, ja, nimm das wieder raus. Ja. Sieht nicht gut aus. Ich finde auch nicht wie Lieutenant Uhura. Ja, genau. Kann man natürlich nicht in ein paar Jahren ändern. Ja. Da muss man ihm auch noch ein bisschen mehr Zeit geben. Im ZDF fernsehtechnisch wieder das komplette Osterpaket. Unter anderem, was ich sehr spannend finde, eine tolle Wim Wenders-Doku über den Papst. Gucken wir uns gerne an. Ja, und Kinderboom, glaube ich, oder? Jetzt, wo alle jetzt in Quarantäne zu Hause sind. Sein, die Quarantänekinder kommen. Ja, Corona-Kinder, ja. In 9 Monaten. Deine Hochzeit war wo? In der Wachau. Ah, Weinanbaugebiet Nummer 1, sagen diejenigen, die da wohnen. die da wohnen, sagen Nummer 1. Ich sag ja, Nummer 1 neben vielen anderen Einsen, die es da gibt. Da wohnen große Teile Familie von mir bei Krems. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Da sind wir, in der Nähe von Krems, sind wir aufs Boot gestiegen. Auf den Kamp oder was? Nein, auf die Donau. In Krems, erstaunlicherweise, wir sind in Melk aufs Boot gestiegen, also auf ein Stift Melk, auch groß. So ein Dampfschifffahrt und dann sind wir bis Krems gekommen, weil in Yps eine Brücke gesperrt war wegen Bauarbeiten. Und wir wollten eigentlich durchschippen bis nach Wien und in Wien dann aussteigen und dann dort in meinen Lieblingsbeisel gehen. Yps fand ich als Kind immer so cool, das kannte ich nur als Heft. Ich auch, ja. Ich wusste gar nicht, dass es eine Stadt ist. Aber das habt ihr im Prinzip diese Sissi-Fahrt gemacht, oder?
Wie im Sissi-Film, die sind doch auch dann auf der Donau entlang geschippert. Die sind doch die Donau runter. Also nee, die sind auch in der Wachau gewesen. Ja, na klar, Dürnstein waren die und so. Sissi. Ja. Ich warte immer noch, ob es endlich mal wieder eine Realverfilmung von Sissi gibt, so ein Remake. Ich hoffe nicht. Sagt derjenige, der selbst in der Wachau geheiratet hat. Ja, ein Herrenhemd hätten wir beide schon, aber wir haben uns gerade schon geeinigt, wir müssen uns eine Volantbluse bestellen. Ich brauche eine Volantbluse in Aprikot für die Gartenarbeit zum Holzhacken und zum Vertikulieren. Ich in Rosé, um den Postboten zu empfangen. Und ich werde mir an meiner blauen Arbeitshose, die völlig verdreckt ist, auf der Seite so einen Streifen einnähen. Was ist ah ja, ein schön, ja, schön. Und vielleicht auch noch unten einen Schlag an die Hose nehmen. Ja, genau, oder das wäre ein Schuppenmäßig, ja, für so Zimmermanns-Outfit. Ja, genau. Nein, aber wir wollen uns nicht lustig machen. Ich finde es toll, wenn jeder sich zu Hause wirklich gut kleidet. Arbeitslook für Schauspieler kann ja eh alles sein, ne? Oder? Ja, total. Und ist ein Schauspieler nicht eh jedes Mal bei jedem Dreh auch im Homeoffice und beim Textlernen und so? Davor meinst du? Ja. Ja, im Grunde genommen sind wir es gewohnt. Wir sind sozusagen Pandemie erprobt. Wir sind immer alleine. Ja, du sagst davor, viele Schauspieler lernen den Text erst in der Maske, oder? Du bist einer der wenigen, der das komplette Drehbuch schon vom Dreh lernt. Ich kaum welche, die sich das noch leisten könnten. Ja? Ja. Aber du wirst schon so schief angeguckt, wenn du den Text nicht kannst, ne? Also ich glaube, dass sich das niemand mehr leistet. Ja. Also ich kenne zumindest keinen. Ja. Wir haben schon Fans von Paul Kemp. Alex Witzel ist einer, der fragt, gibt es da noch mal neue Folgen von Alles kein Problem? Nö. Manche Rollen kommen und gehen dann wieder, ne? Ja, ist so. Also das ist, weißt du, das war irgendwie eine ganze Staffel und war gut. Und gut Spaß gelaufen gemacht. Auch, war so ein weiß gar nicht, ob es gut gelaufen ist, aber mir hat Spaß gemacht. Ja. Aber dann war halt einfach die Luft raus und da kommt nichts mehr. Ja, bei uns ist heute nicht die Luft raus, sondern die Zeit einfach vorbei. Ja? Aber wir sind morgen wieder da, ab 5 nach 9 in 2. Ja, schön, dass du den Weg von Wuppertal hierher gefunden hast. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe ein wunderbares Croissant gegessen. Ich habe Volantblusen und diesen Eiertrenner. Den fand ich faszinierend. Ja, und du hast schon vor der Sendung zu essen angefangen. Ich du kannst dir für die Frau noch die wusste, Brötchen mitnehmen. Zeit ich hier in der Sendung habe. Ja, genau. Wir sind morgen wieder da. Bleiben Sie gesund und zu Hause. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ja?